Das ist Europas größte zusammenhängende Werkstatt für Fahrzeuge. Aber nicht nur die Größe ist außergewöhnlich, sondern auch der Standort. Sie liegt 750 Meter unter der Erdoberfläche und ist Teil der Grube Hattorf-Wintershall in Osthessen. Hier baut das Unternehmen K+S Untertage, Kali und andere Minerale ab, die über Tage zu Düngemitteln verarbeitet werden. Warum liegt die Werkstatt nicht an der Oberfläche? Ganz einfach, es gibt keine Zufahrt für Fahrzeuge zur Grube. Die meisten größeren Geräte, die unter Tage benötigt werden, müssen aufwendig in Einzelteilen durch einen Schacht hinuntergelassen und in der Grube zusammengebaut werden. Bevor ein Fahrzeug also erst auseinandergebaut werden muss, bevor es oben repariert werden kann, ist es einfacher, die Werkstatt unter Tage zu betreiben. Die Werkstatt ist 250 Meter lang und hat insgesamt eine Fläche von 20.000 Quadratmetern. Das ist die Größe von knapp 3 Fußballfeldern. 100 Menschen arbeiten hier. Das heißt, sie warten und reparieren die mehr als 1000 Fahrzeuge und Geräte, die im weit verzweigten Stollensystem eingesetzt werden. Ausnahme sind Riesenfahrzeuge wie diese beiden Lader mit jeweils knapp 100 Tonnen Gewicht. Die Giganten passen nicht durch die flachen Gänge des Reviers, die zur Werkstatt führen. Deshalb müssen sie an dem Ort unter Tage repariert werden, an dem sie im Einsatz sind. Dorthin gekommen sind die beiden monströsen Lader übrigens in Einzelteilen. Eine andere Möglichkeit hätte es nicht gegeben. Doch Leichtgewichte sind die Fahrzeuge und Maschinen, die in die Werkstatt passen, auch nicht gerade. Eine passende Achse kann auch mal 3,5 Tonnen wiegen und ein Getriebe 3 Tonnen. Solche Einzelteile werden mit diesem Kran durch die Werkstatt transportiert. Weil die Kumpel, wie die Bergleute genannt werden, nicht einfach mal zum nächsten Geschäft fahren und Ersatzteile kaufen können, die sie für Wartung und Reparatur benötigen, lagern im Magazin neben der Werkstatt tausende Zubehörteile. Ihr Wert insgesamt 10 Millionen Euro. Eine Reifenabteilung darf in der Untertagewerkstatt auch nicht fehlen. Hier lagern Riesenpneus für die schweren Maschinen, die im Revier unterwegs sind. Manche sind mannshoch und noch größer. Allein ein Reifen eines der eben gezeigten 100-Tonnen-Lader kostet 17.000 Euro. Und sogar eine eigene Schweißerei gehört zur Grubenwerkstatt. Übrigens, wer zu seinem Arbeitsplatz gelangen will, muss zunächst in diesen Korb steigen. Der rauscht dann mit 12 Metern pro Sekunde ins Erdinnere. Unten angekommen sieht alles fast so aus wie in einer normalen Kfz-Werkstatt. Werkzeugwagen, Hebebühne, Gruben. Allerdings herrscht hier Helmpflicht. Und ein Hallo oder guten Tag gibt es hier nicht, sondern ein traditionsreiches Glück auf.